Ja, um auf diese beiden Begriffe nochmal zu kommen, die ich da hingeschrieben habe. Also auf der einen Seite sind wir tatsächlich nicht da, um zu erwachen und transformiert zu werden. Auf der anderen Seite ist das schon, sind das schon zwei wichtige Begriffe, die wir nicht außer Acht lassen können. Nur der Punkt ist halt, sie sind schon passiert. Denn das ist ja das Verrückte, ne? Das ist ja völlig verrückt eigentlich. Wir kümmern uns um Erwachen und Transformation und es ist schon passiert. Aber nicht in dem Sinne, wie man das so im Allgemeinen hört, du bist schon erleuchtet, du bist schon erwacht, alle Menschen sind erwacht. Ne? Das meine ich nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern man muss sich auch vorstellen, was hier eigentlich abläuft. Ne? Dass Unsichtbarkeit, etwas, was unsichtbar ist, etwas, was nicht geformt ist, was keinerlei Form aufweist, aber trotzdem irrsinnig intelligent ist. Denn das siehst du doch überall, guck doch mal in die Welt, du siehst doch überall Weisheit, Intelligenz, allein in einer Blume. Wenn die so morgens, nicht wahr, von der Knospe zur Blüte wird, ohne dass das jemand macht, ja, das ist doch genial. Oder eine Amsel, die singt, ohne dass sie jemals eine Schule besucht hat. Ne? Es gibt ja keine Amselschule, wo sie das lernen. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es auf jeden Fall irgendwo mal gehört oder gelesen, dass eine Amsel, dass jedes Lied, jeder Song einer Amsel differiert. Es gibt keinen einzigen Amselsong, der genauso ist wie ein anderer. Wisst ihr das? Ja, das habe ich mal gelesen. Also, es gibt sogar Dialekte in Norddeutschland, singt eine Amsel etwas anders als in Süddeutschland. Ist das jetzt ein Yoga? Ich möchte mal gerne hier auf Fränkisch singen. Oder Oberbayerisch. Ja, jede Schneeflocke unterscheidet sich von einer anderen. Es gibt keine einzige Schneeflocke, sagen uns die Experten, die gleich ist, die identisch ist. So unfassbar. Kein Baumblatt gleicht dem anderen. Keine Handfläche gleicht der anderen. Kein Daumenabdruck. 7 Milliarden Menschen und 7 Milliarden verschiedene Daumenabdrücke. Ist doch unfassbar. Was für eine unglaubliche Vielfalt uns hier ausdrückt. Wir können ja überhaupt gar nicht, wir würden ja nicht zu Ende kommen, wenn wir aufzählen wollten, wie viele Wunder uns jeden Tag begegnen. Das ist ein einziges Wunder. Überhaupt der menschliche Organismus schon mal, oder auch der tierische, der animalische, der pflanzliche Organismus, ist völlig egal, was du nimmst, wer ein Lebewesen ist, ist unfassbar. Selbst Gesteine, nicht wahr? Sedimente, wie die zusammengesetzt sind, das ist grandios, das ist ein Wunder. Faszinierend, atemberaubend. Ja? Und was macht der spirituell Suchende? Das kann doch wohl nicht alles sein. Ja, das kann es doch nur wirklich nicht sein. Wozu bin ich denn auf dieser Welt? Was habe ich denn für eine Aufgabe? Was habe ich denn für ein Ziel? Muss doch irgendwo ankommen. Ja, Menschenskinder, guck mal rum. Du bist angekommen. Gott ist Mensch geworden. Gott ist im Fleisch. Zieht sich Gott aus dem Fleisch raus, liegt da eine stinkende Leiche. Da ist nichts mehr. Gar nichts mehr. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist Transformation. Transformation hat stattgefunden. Unsichtbarkeit ist sichtbar geworden. Formlosigkeit hat Form angenommen. Wow! Mehr gibt's gar nicht. Mehr gibt's nicht. So.
Wahnsinn. Du kannst vor den Spiegel stehen und dich kennen. Gibt's im Nichtsein nicht. Kannst kein gut abgehangenes Filetsteak essen, kein Smoothie trinken, nicht zum Zahnarzt gehen, nicht? Eine schöne Wurzelbehandlung. Du kannst nicht irgendwelche Idioten an der Bar über irgendeinen Schuss reden hören. Geht alles nicht mehr. Nicht wahr? Nichts. Kein Penner mehr auf dem Fußweg, der irgendwelche Sachen bettelt. All diese Dinge könnten wir nicht genießen, wenn Gott, wenn das, was wir nicht bezeichnen können, aber als Gott bezeichnen können, sich nicht manifestiert hätte. Ohne Manifestation ist nichts. Du siehst, wenn du rausguckst in die Welt, überall die Wunder des Lebens. Du siehst überall Genialität, Komplexität, Genialität, Intelligenz, Weisheit, Schönheit. Ja? Stimmt doch, oder? Oder sag ich was Falsches? Du siehst überall wunderschönste Dinge. Ja? Aber wenn du versuchen willst, das, was du da siehst, und was du vielleicht als Gott bezeichnest, da ist doch was Göttliches, das ist doch was, was ich nicht fassen kann. Wenn du versuchst, das personal zu entdecken, personal, läufst du in die Leere. Du kriegst es nicht hin. Du kannst natürlich in die Kirche gehen und Jesus da irgendwie, oder Buddha in einem buddhistischen Tempel, oder Hindu in einem hinduistischen Tempel und die vielen, vielarmigen Götter, du kannst sie natürlich alles das bezeichnen, was dahinter steht. Und du wirst einfach nur Objekte finden. Da ist nirgends ein Subjekt. Und selbst wenn du selber in den Spiegel guckst und willst den Seher sehen, der hineinsieht, siehst du nur den, der hineinsieht, aber nicht den Seher, der hineinsieht. Das heißt, du kannst dich selber, das, was du eigentlich bist, deine eigentliche Essenz, überhaupt nicht treffen. Keine Chance. Du siehst nur Objekte. Stimmt doch, oder? Du greifst in die Leere. Und weil du in die Leere greifst, gehst du in die heiligen Bücher. Und die erzählen dir von einem allmächtigen, allwissenden Wesen, das gerne möchte, dass du ihm dienst und dich dafür schämst, weil du es nicht gerne machst. Nicht wahr? Ist es nicht so? Und du läufst wieder an die Wand, weil du irgendwann merkst, da stimmt irgendwas nicht. Wie kann ein allmächtiges, allwissendes, liebendes Wesen so ein Chaos zulassen? Das hätte ich ja besser hingekriegt. Hätten sie mal mich rangelassen. So eine Scheiße hätte ich nicht gebaut. Einen Breivik, nicht wahr? In Norwegen, der 77 Leute erschießt und da im Gerichtssaal sitzt und sich feiern lässt. Und das ganze bekloppte Manifest von ihm steht im Internet mit 1500 Seiten. Ja, Menschenskinder, den Gott, der gehört doch sofort in die Wand gestellt, ohne Gerichtsverhandlung. Das kann es doch nur wirklich nicht sein. Das ist doch auch nur wieder eine Erfindung des menschlichen Minds, um irgendeine Erklärung zu finden für diese Wunder, für diese Unglaublichkeit. Ich habe nicht die Absicht, diese Leute in irgendeiner Weise zu denunzieren. Die meinen es ja gut, die meinen es ja alle gut. Bis auf den Papst. Selbst der, muss man sagen, der weiß nicht, was er tut. Der meint es auch gut. Der macht nur seinen Job.
Wenn du das einmal erkennst, die machen alle ihren Job, hast du kein Problem mehr mit dem Ganzen. Nur du kannst nicht mehr drin sein, du hast keine Chance mehr. Du hast keine Chance mehr. Du greifst immer nur die Leere ins Nichts. Und wenn du da irgendwann mal stehen bleibst und aufhörst, dahinter noch was zu suchen, hinter dem Nichts, hinter der Leere, wenn du damit mal aufhörst, dann kommst du wieder zurück von der Leere in die Fülle. Und dann hörst du endlich mal auf zu suchen. Deswegen heißt mein neues Buch im August herauskommen, Suche nicht, sei. Denn mehr gibt es nicht zu tun. Einfach nur zu sein. Das Leben mit all seinen vielen Kleinigkeiten und Schnödigkeiten und Schwierigkeiten und Schönheiten. Zu leben. Das ist alles, was übrig bleibt. Am Ende. Nicht mehr. Was für ein gewaltiger Aufwand, den Gott oder die Unsichtbarkeit oder das eine oder diese eine Kraft oder diese Energie, wie immer du es nennen willst, betrieben hat, um das alles hervorzubringen. Das musst du dir mal reinziehen. Und wir? Ist schon verrückt, oder? Anstatt jetzt das zu genießen, was da ist, wir sind Gott in Menschengestalt. Wir sind Gott in Menschengestalt. Selbst du. Jeder Einzelne ist Gott in Menschengestalt. Wir werden uns unserer Würde nicht bewusst, unserer Göttlichkeit nicht bewusst und leben aufgrund dessen, ein Leben auf der Suche nach Gott, der wir in Wahrheit schon sind. Deswegen habe ich da hingeschrieben, Transformation erwachen. Die Unsichtbarkeit ist in die Sichtbarkeit erwacht, die Formlosigkeit ist in die Form transformiert. Aus. Macht's gut, tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das ist alles. Mehr gibt's nicht.